Mit einem Festakt im Stucksaal des Gerstetter Bahnhotels wurde das Lebenswerk von Arthur Paul Kary gewürdigt. Großes hat er als Kommunalpolitiker und auch als Vater internationaler Partnerschaften für Gerstetten bewirkt. Was nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Wiederaufbau und friedlichen Wiederaufstieg des Vaterlandes Priorität genoss, war für dich spätestens seit deinem Wirken im Gerstetter Gemeinderat der Aufbau von freundschaftlichen Verbindungen zu unseren europäischen Nachbarländern. Wenn Arthur Kary heute das Bundesverdienstkreuz verliehen wird, dann für seinen Einsatz für das Gemeinwohl im politischen wie auch im sozialen Bereich. Aber wenn ich das einfügen darf, Herr Bürgermeister Polaschek, Sie haben die Geschichte des Bundesverdienstkreuzes angesprochen. Dass Theodor Heuss derjenige war, der diesen Orden eingeführt hat. Wenn Sie durch meine Ahnengalerie im Kultusministerium laufen, werden Sie feststellen, dass Theodor Heuss mein erster Vorgänger im Amt hier in Baden-Württemberg war. Wer anders als der Kultusminister von Baden-Württemberg könnte daher heute sinnvollerweise hier Arthur Kary, einem Lehrer mit Herzblut, diese Auszeichnung überreichen. In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Arthur Kary Gerstetten das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Du hast dich um unsere Gesellschaft, um unser Land in besonderer Weise verdient gemacht. Wobei ich betonen möchte, dass es ja oft große Unterschiede zwischen Parteifreund und echtem Freund gibt. Ich kenne Arthur Kary übrigens schon seit Beginn der 70er Jahre. Zum einen als Mitglied der SPD, zum anderen als Kollegen an der Gerstetter Realschule. Nun 1980 war dann die Gemeinderatswahl. Auf einmal saßen wir gemeinsam im Gemeinderat, natürlich auf unterschiedlichen Listen. Der gegenseitige Respekt war zu Anfang nicht der allergrößte. Nahm ich ihm doch manche aus meiner Sicht zu schlechte Note immer noch übel. Ob ich so viel Lob und Anerkennung verdient habe. Ab 1953, das war vielleicht der Punkt, nach meiner Erstkommunion, fragte mich mein Pfarrer, ob ich Ministrant, also Messdiener, werden wolle. Ad Deum Petitificat Juventutem Meum. Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf, waren meine ersten öffentlichen, ausgesprochenen Worte in Münster St. Johannes zu Bad Mergentheim